Heute zeige ich euch, wie wir richtig leckeren Apfelstrudel mit Zimt und Zucker und einer Toastummantelung machen. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben findest du unten in der Videobeschreibung. Als erstes schälen wir die Äpfel. Du kannst die Schale auch dran lassen, aber ich persönlich mag es einfach lieber ohne Schale, weshalb wir die einmal geschält haben. Jetzt schneiden wir die Äpfel in so kleine Stückchen und packen die dann alle einfach erstmal in eine Schale. Auf dem Herd erhitzen wir jetzt die Butter in einer Pfanne, geben dann außerdem den Zucker dazu sowie das Zimt. Das Ganze wird jetzt erstmal ein bisschen durchgerührt und dann kommen die Äpfel dazu. Außerdem kommt jetzt noch der Amaretto mit rein. Das Ganze sollte dann so ungefähr 10 Minuten auf mittlerer Stufe vor sich hin köcheln, ab und zu mal umrühren. Wenn die 10 Minuten um sind, mischen wir das Wasser mit der Speisestärke, verrühren das schon mal ein bisschen und geben das dann ebenfalls mit in die Pfanne und lassen es nur noch so ungefähr eine Minute drauf, damit das alles etwas andickt. Dann kann das Ganze erst einmal beiseite gestellt werden. Jetzt nehmen wir dann die Toastscheiben und schneiden die Ränder ab. Mit einem Nudelholz gehen wir jetzt noch einmal über das Toast drüber, damit es richtig schön flach wird. Wenn wir das gemacht haben, verteilen wir jetzt unsere Apfelmischung auf dem Toast und rollen das Ganze dann einfach einmal auf, so dass wir kleine Röllchen haben. Wenn wir das mit allen gemacht haben, nehmen wir flüssige Butter, reiben das Toast damit ein und rollen es einmal durch eine Zimt- und Zuckermischung. Dann legen wir die einzelnen Apfelstrudel in eine Auflaufform. Das Ganze kommt dann einfach in den Backofen. Und fertig ist der Apfelstrudel mit Zimt und Zucker und einer Toastummantelung. Am besten eignet sich dazu noch eine Vanillesoße. Einfach drüber gießen und schon kann es einfach super serviert werden. Schmeckt perfekt als Nachspeise oder einfach so zum Kaffee. Einfach ein Gaumenschmaus. Und das alles in kürzester Zeit und mit Toastbrot. Den Link zu den genauen Mengenangaben findest du wie gesagt unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir dann viel Spaß beim Nachmachen und guten Appetit!